This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's um das Thema Reinigungsstufen und Reinigungsmittel. Es wird heute, denke ich mal, ein sehr ausführliches Video, ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, und zwar, also es geht darum, wieder die Nahrungsmittel eher als Reinigungsmittel zu sehen. Zu sehen, dass das Ganze ein Entgiftungsprozess ist des Körpers über die Ernährung. Dass man dem Körper die Chance gibt, sich zu reinigen. Also, bevor ihr das Video hier weiterschaut, solltet ihr euch vielleicht erstmal nochmal als Hintergrund das Video die zwei Arten von Krankheit und Heilung anschauen. Auf meinem YouTube-Kanal. Also die zwei Arten von Krankheit und Heilung. Und dann der Rohkostreinigungsweg. Wahre Gesundheit erlangen, hatte ich das Video, glaube ich, genannt. Oder ich habe eine Playlist. Rohkostreinigungsweg. Auf meinem Kanal. Schaut euch die Videos mal durch. Das ist ganz gut, wenn man das als Hintergrund hat für die Sachen, die ich heute erkläre. So, also die Nahrungsmittel wieder als Reinigungsmittel zu sehen. Am besten, wie ich ja auch in diesem Video erklärt habe mit den zwei Arten von Krankheit und Heilung, ist es so, umso kürzer das Lebensmittel durch deinen Darm braucht, umso besser ist es für dich. Umso mehr kann der Körper dann heilen. Umso mehr Energie kann in die Heilung gesteckt werden, in die Entgiftung, in die Reinigung. So, wenn man fastet, kann der Körper super heilen. Da wird keine Energie in die Verdauung gesteckt. Ja, und dann tut der Körper, wie in diesem Video beschrieben, die ganzen Gifte wieder in den Darm, wenn man zu lange fastet. Dann geht es eben darum, die Gifte rauszutransportieren, die Gifte auszuleiten. Genau, und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kannst du Basenbaden machen, also über die Haut die Gifte wieder ausscheiden. Oder über die Darmhaut mit einem Einlauf. Das ist, ja, hat noch mehr Hautoberfläche als die Haut, die äußere. Also entweder über Schwitzen, über Basenbäder, über Einläufe. Was gibt es noch für Möglichkeiten zur Entgiftung? Sauna eben wieder über die Haut, Trockenbürsten. Das sind so ein paar Möglichkeiten, um die Nummer zu nennen. Ja. Dann, wenn man die Lebensmittel wieder als Reinigungsmittel sieht, dann sieht man die einfach nur, geben einem die Möglichkeit, um auch wieder diese Gifte aus dem Dünndarm, aus dem ganzen Verdauungssystem mitzunehmen. Du kannst die Nahrungsmittel als Reinigungsmittel sehen. Das kannst du dir gut vorstellen wie verschiedene Besen oder Pinsel. Sprich, du isst reine Karotten und dann bürstet es das wie so einen Kehrbesen durch deinen Darm. Dann isst du vielleicht eine Papaya, die ist dann mehr wie so ein feiner Pinsel. Und alles ist wichtig, jedes Lebensmittel, weil es wie unterschiedliche Borstengrößen. Mit dem einen ja, Besen kriegst du erstmal das Grobe weg, dann nimmst du einen anderen Pinsel. Und so kannst du ein paar Wochen mal nur Äpfel essen, dann isst du ein paar Wochen mal nur irgendwas anderes und so kannst du Reinigungskuren machen, sag ich mal. Und so kannst du die Lebensmittel wieder als Reinigungsmittel sehen. Genau. Es geht dabei nicht darum, irgendwelche Nährstoffe mit den Lebensmitteln aufzunehmen oder irgendwas anderes. Umso einfacher das Essen, umso besser, umso gesünder wirst du. Aber es ist eben ein jahrelanger Prozess, Minimum 10 bis 15 Jahre, um dann auf eine komplett saubere Stufe zu kommen, wo man einfach fast nichts mehr essen braucht und keine Ängste mehr hat, in jedem Moment glücklich ist. Dahin geht's, dahin führt dieser Weg, darum geht's. So, und jetzt in dem Video wollte ich euch nochmal die Stufen erklären. So,
ein bisschen, wie man das unterteilen kann. Also ich blende das jetzt hier mal ein, diese Stufen. So kann man das mal grob einordnen. Ich habe es jetzt hier mal in 12 Stufen unterteilt. Du kannst es auch ganz einfach unterteilen in 5, in Omnivore, in Vegetarisch, Vegan, Monoesser, Paradieskost. So könnte man es auch unterteilen. Es ist egal, wie viele Zwischenstufen man da nimmt. Walter Schaube beschreibt es auch in seinem Buch Kerngesund ohne Umwege. Ich verlinke das auch mal drunter, ist in der Infobox verlinkt, genau. Und da hat er eine Ernährungspyramide draus gemacht. Genau. Aber hier, ich habe es jetzt einfach mal auch in dem Videokurs, der Rohkostreinigungsweg von mir, den könnt ihr euch auf Teachable anschauen. Der ist auch drunter verlinkt, die Kurse. Genau, da könnt ihr euch das anschauen, diese Stufen, wenn ihr das Wissen da genauer vertiefen wollt. Auf jeden Fall, jetzt habe ich es hier mal in 12 Stufen eingeteilt. Und da wäre halt die erste Stufe mal Omnivore. Das ist so der Worst Case, der schlechteste Fall halt, wenn man alles isst, industriell verarbeitete Lebensmittel, Fleisch, tierische Produkte, Milch, Eier, Industrie, Zucker, Salz, ja, hocherhitzte Öle, raffinierte Fette eben, das ganze Programm, was jeder normale Mensch, jeder Zivilisationsmensch zu sich nimmt. Das ist so die erste Stufe, wie man sich ja, am schlechtesten ernährt. Dann geht es weiter so, schon besser ist vegetarisch. Natürlich kommt es darauf an, was man vegetarisch isst. Man könnte auch eher Wodka und Süßigkeiten essen, hat Rüdiger Dahlke gesagt. Dann ist es auch nicht gesund, wenn du dich dann vegetarisch oder vegan von Wodka und Süßigkeiten ernährst. Aber jetzt mal angenommen, du isst ungefähr das Gleiche wie ein Allesesser, Omnivore, dafür aber vegetarisch, dann ist das die nächste Stufe. Genau. Dann dritte Stufe. Vegan, mit allem Möglichen noch. Und dann die vierte Stufe ist dann vollwertig vegan zu essen, sprich unverarbeiteter, statt Industriesalz, Zucker zu verwenden, verwendest du nur noch Meersalz, Himalaya-Salz oder Steinsalz, eben noch was Ursprünglicheres. Später ist es dann eher am besten, Salz komplett wegzulassen. Aber erstmal natürliches Salz verwenden noch. Ist noch besser als das industriell verarbeitete. Und kein Industriezucker mehr zu verwenden, sondern stattdessen vollwertige Süßungsmittel verwenden. Zuerst kann man auf Agavensirup umsteigen oder Ahornsirup, was schon natürlicher ist als raffinierter weißer Zucker. Und dann das Beste ist natürlich zum Süßen Datteln zu verwenden oder Trockenfrüchte, andere Feigen, genau, oder im Kuchen Bananen finde ich auch lecker, genau. Stevia-Blätter kann man in Tee reintun oder auch so mit Süßen, genau. Getrocknet gibt es die eben zu kaufen, glaube ich, Stevia-Blätter. Ja, eben vollwertig vegan. Vierte Stufe, dann die fünfte Stufe wäre noch vegan mit einem höheren Rohkosteinteil, also einfach immer natürlicher. Wie gesagt, diese Stufen, die könnte man auch noch in Zwischenstufen unterteilen und dann kommt es auch noch darauf an, wie viel man immer isst. Fasten ist sowieso das Beste, was dann auch noch als letzte Stufe kommt, wie ihr seht. Ja, und dann sechste Stufe, da fängt es mit den Rohkoststufen an. Die erste wäre dann eben Gourmet-Rohkost, wo man noch alle möglichen verarbeiteten Rohkostsachen isst, wie gedörrte Sachen, Öle, Trockenfrüchte und so weiter. Dann als siebte Stufe wäre eine grüne Rohkost, wie Wildkräuter. Dann machst du dir halt Salate, ist schon einfacher. Sprossen, ja, Sprossen, Wildkräuter. Ganz viel Grün ist perfekt am Anfang von der Rohkost. Ja, und dann geht es in eine einfachere Rohkost. Also die achte Stufe wäre dann eine einfache Rohkost mit noch
grün, viel im Grün, aber auch schon mit Obst und dann nicht mehr so viel mischen, immer weniger mischen, nur zwei, dreimal Zutaten für eine Mahlzeit verwenden. Ja, und dann kommt die nächste Stufe als Monoesser, dass man zuerst Mono-Mahlzeiten oder höchstens noch zwei, drei Sachen mischt. Ja, Sprossen, Wildkräuter wieder, egal was, dann Mono-Mahlzeiten macht. Genau. Und dann geht es in Mono-Früchte als zehnte Stufe. Und dann die letzte Stufe ist auch wieder Mono-Paradiesfrüchte. Paradiesfrüchte, Paradieskost ist nach Walter Schaube, das sind dann ungezüchtete Früchte. Er hat nur ungezüchtete Bärenfrüchte zu sich genommen. Also Wald, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, all diese ungezüchteten Bärenfrüchte. Johannisbeeren hatte ich jetzt schon. Heidelbeeren, genau. Eben diese, ja, ungezüchteten Früchte. Genau. Und dann als letzte Stufe des Fasten, da hat der Körper am besten Zeit zu heilen. Genau. Aber es ist eben ein stufenweiser Reinigungsprozess. Deswegen schaut euch wirklich die anderen Videos nochmal dazu an, die ich gemacht habe. Schaut euch diese Playlist der Rohkostreinigungsweg an oder den 30-Tage-Kurs, den ich jetzt gemacht habe. Da helfe ich euch dann wirklich, dass ihr das Schritt für Schritt umstellen könnt. Oder dann im Rohkostreinigungsweg könnt ihr das ganze Wissen richtig vertiefen. Ansonsten könnt ihr auch noch, wenn ihr Literatur sucht, Arnold Eretrick sagt, empfehle ich ja immer, oder dann schaut mal in Facebook, da gibt es super Facebook-Gruppen. Antios hat die gegründet und Antios, der macht seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren, ist der auf diesem Rohkostreinigungsweg und vermittelt es Leuten und der hat eben Rohkostgruppen auf Facebook. Und da steht so viel Wissen und Informationen drin. Also lest euch da in diesen Facebook-Gruppen das durch. Also da ist so viel kostenlose Information. Da könnt ihr Stunden, Tage lesen. Ja, ich bin ihm so unglaublich dankbar dafür auch. Ja, er hat da wirklich, Andreas hat da so viel Arbeit reingesteckt und ich bin dadurch erst auf diesen Weg gekommen. Genau, also an der Stelle nochmal ein großes Danke an ihn. Also schaut auch in diese Facebook-Gruppen rein. Genau, auch in dem Video über Arnold Ehret, schleimfreie Heilkost, das ich hier auf YouTube gemacht habe, da stehen super Links. Genau, schaut euch das an. Da erfahrt ihr alles, was ihr zur Ernährung und diesem Reinigungsweg wissen müsst. Genau, ansonsten war es das für heute. Machen wir alles ein bisschen konkreter noch. Genau. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Und ihr setzt es weiter in eurem Leben um. Das lohnt sich so. Ihr werdet mit jedem Tag glücklicher und erfüllter. Alle Ängste verschwinden. Und das ist eben, ja, das ist dieses Ziel, das ist diese Entwicklung, wo man dann merkt, wo es hingeht. Und jeder kann es an seinem eigenen Körper nachvollziehen. Wie es auch Arnold Ehret schreibt. Ja, macht es und ihr werdet merken, ihr könnt es alles selbst nachvollziehen an eurem Körper. Es ist einfach nur, es beruht auf Erfahrung und ihr werdet merken, dass es so ist. Nicht, weil ich es so sag, sondern weil es so ist. Ich sage es einfach, weil es so ist. Ja, das ist, finde ich, immer ein schöner Satz. Ja, und jeder kann es selbst feststellen. Ja, ich hätte mir das anfangs nicht träumen lassen oder auch nicht gewusst, was da alles noch kommt und probiert es aus, macht eure Erfahrung. Die Erfahrung ist das Einzige, womit man feststellen kann, ja, dazu ist das Leben da, um es zu erfahren. Ich kann dir genauso beschreiben, wie eine Orange schmeckt zum Beispiel. Aber du musst selbst reinbeißen. Ich kann dir irgendwie sagen, das ist eine Mischung aus Apfel und Birne vielleicht. Die Konsistenz ist wie so eine Zitrone und wässrig. Aber du musst selbst reinbeißen und es selbst schmecken. Dazu ist das Leben da. Was bringt dir das, wenn ich dir beschreibe, wie toll es ist, von der Achterbahn da runterzufahren und irgendwie
dieser Adrenalinschub, das kann ich dir beschreiben und du sagst, oh, toll. Das muss man erfahren, dazu ist es da, selbst in diese Achterbahn reinsetzen, selbst in die Frucht reinbeißen, das selber schmecken. Und ja, dann merkt man, dass das so ist und was überhaupt möglich ist. Und ich wünsche es jedem, dass er dieses Glück erfahren kann und sehen kann, wo es noch hingeht, was für ein erfülltes Leben man führen kann. Ja, das ist das, was ich dir mitgeben möchte zum Ende dieses Videos. Mach's gut. Viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Umsetzen. Also mach's gut. Ciao.